Am heutigen Tag, dem 9. Dezember, gedenken wir am Bistum Würzburg des seligen Liborius Wagner, der am 5. Dezember des Jahres 1593 in Mühlhausen in Thüringen zur Welt kam. Er war Sohn evangelischer Eltern und er wusste lange Zeit in seinem Leben nicht genau, was er mit seinem Leben anfangen möchte, wohin es ihn verschlägt. Er begab sich dann schließlich auf die Suche. In seinem Studium an den Hochschulen zu Leipzig, Gotha und Straßburg setzte er sich mit seinem Glauben immer mehr auseinander und in ihm reifte schließlich der Entschluss, den katholischen Glauben annehmen zu wollen, was er dann auch tat. Er studierte katholische Theologie, trat ins Priesterseminar ein und wurde schließlich am 29. März des Jahres 1625 im Dom zu Würzburg zum Priester geweiht. Als Kaplan trat er seinen Dienst dann an in Hartheim, das damals noch zum Bistum Würzburg gehört hatte. Ein Jahr später, 1626, wurde er Pfarrer in Altenmünster-Sulzdorf, in der Nähe von Schweinfurt, also im Schweinfurter Oberland und Umland, wo er seinen Dienst sehr klug als Hirte ausgeübt hatte. Er war für seine Anvertrauten da, in einer sehr schwierigen Zeit, in der sich Katholiken und Protestanten oft unversöhnlich gegenüberstanden. Von Liborius jedenfalls wird berichtet, dass er klug entschieden hatte, wenn es um pastorale Angelegenheiten ging. Er hat milde walten lassen und gerade seine Klugheit war immer wieder gefragt, wenn es darum ging, zu entscheiden, welchen Schritt er gehen soll. Beispielsweise bei Beisetzungen evangelischer Christen macht er es wie, er hat Unterschiede gesetzt, aber er hat es in Milde dann doch getan und war so für alle da. Vor allem natürlich für seine Schafe, für die ihm Anvertrauten. Liborius Wagner trat für seinen Glauben in schwierigen Zeiten ein und das sogar bis zum Märtyrerzeugnis. Er starb als Märtyrerpriester, denn am 9. Dezember des Jahres 1631 wurde er auf den Mainwiesen bei Schonungen wegen seines katholischen Glaubens und seiner Gewissensüberzeugung nach tagelangem Martyrium erschossen und später dann, nachdem er aufgefunden wurde, wieder in der Klosterkirche zu Heidenfeld beigesetzt. Am 24. März des Jahres 1974 wurde er als des uralten Glaubens neuer Zeuge im Petersdom von Papst Paul VI. Selig gesprochen. Unserem Bistum Würzburg denken wir immer wieder gerne an ihn, an Liborius Wagner, vor allem auch die Priester. Ich meine, er ist uns ein gutes Vorbild. Zum einen für seine Glaubens- und Gewissensüberzeugungen einzutreten und dabei auch standhaft zu bleiben, auf der anderen Seite aber klug, milde und friedsam miteinander umzugehen, auch zwischen den verschiedenen Konfessionen, heute würden wir sagen, auch zwischen all den Religionen, und auch den Atheisten unserer Tage in Verbindung mit den Menschen, die ihren Glauben konsequent leben. Nehmen wir Liborius als Vorbild und fragen uns, für was treten wir ein? Für was setzen wir uns ein? Und wo lassen wir Milde walten, auch wenn manchmal die Umstände anders aussehen?